Hello? Your pizza's here. Wow. Ich meine, hallo Leute! Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Horror hier diesen Sonntag. Heute spielen wir ein Spiel, was auch schon längere Zeit auf meiner Festplatte sitzt und darauf wartet, von mir endlich einmal gestartet und Let's Play zu werden. Heute spielen wir, wie der Titel dieser Episode hier euch inzwischen sicher schon verraten hat, Emily wants to play. Emily will mit uns spielen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer Emily ist oder wie genau dieses Spiel aussehen soll. Aber anscheinend sind wir jemand, der auf regulärer Basis wahrscheinlich mit Bezahlung, also mit Geld als Ausgleich für diese Tätigkeit Pizza austrägt. Denn wir sind gerade in diese Wohnung gekommen, wo offensichtlich gerade jemand umzieht, entweder gerade eingezogen ist oder gleich ausziehen möchte. Weil jede Menge Umzugskartons und ähnliches Pipapo. Und wir haben eine Pizza mitgebracht. Nur leider scheint niemand hier zu sein. Und anscheinend erwartete das Spiel von uns, dass wir ein völlig fremder Mann in einer völlig fremden Wohnung jetzt einfach auf die Suche nach den Bewohnern gehen. Dann wollen wir das doch mal. Boah. Boah, nein, mach an! Ich mach doch nicht das Licht aus! Bist du blöd? Oh Gott. Es ist aber ganz schön. Boah, guckt euch mal an, wie das ruckelt. Soll das so sein? Das ist aber doof. E oder die rechte Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Ah, okay. Ich kann also auch E drücken. Auch für den Schalter hier. Ja, okay. Das geht natürlich wesentlich einfacher von der Hand, finde ich zumindest. Wesentlich sicherer irgendwo auch. Hallo? Emily? Jemand da? Da hängt eine Uhr an der Wand. Es ist 5:12. Nee, es ist 11 Uhr. Eieieiei. Hallo? Passt schon. Hallo? Ach du Scheiße, ist das dunkel. Gibt es eine Taschenlampe oder irgendwie sowas? Das ist mir nämlich echt ein bisschen duster alles hier. Da liegt, glaube ich, irgendwas zum Lesen. They don't care about me. They never loved me. Ich bin ihnen egal, sie haben mich nie geliebt. Ich bedeute ihnen nichts. Emily, sag doch sowas nicht. Wir sind doch alle deine Freunde hier und wollen mit dir spielen. Ja, ich Idiot, hätte eigentlich gleich denken können, ja, Licht ist doch an. Also mache ich das nicht unbedingt, naja, gut. Mich nervt so ein bisschen. Ich finde, das ruckelt total. So, was hier passiert? Kaffeeflecken? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Kann ich irgendwas öffnen hier? Wie immer sind die Stühle hier alle umgefallen. Ich habe keine Taschenlampe, oder? Ich hätte ganz gerne eine Taschenlampe. Hallo? Puppe ist weg! Die verdammte Bauchrednerpuppe, die da eben noch auf dem Tresen gesessen hat, sie ist weg! Oh. Alter! Jetzt werde ich ein bisschen nervös. Don't look at her, twinkle, twinkle. Wen soll ich nicht angucken? Emily? Wo ist denn Emily? Was ist hier? Thanks for ordering. Wen soll ich nicht angucken? Ey, ich bin gerade ein bisschen
Nervös. Hört ihr dieses Klack da immer im Hintergrund, als ob irgendwer Licht an- und ausschaltet? Ich. Nein! Scheiße, jetzt gucke ich sie die ganze Zeit an. Und jetzt? Ich soll sie doch nicht angucken, ne? Aber bis jetzt ist nichts passiert. Ah. Scheiß Anweisung. Das ist eines von diesen Viechern, die sich nur bewegen können, wenn ich sie nicht angucke. Ja, und nu? Nu ist er weg. Nu ist er weg. Emily? Emily? Ah, das ist eine Taschenlampe, oder? Oh, die hilft ja total. Das ist ja... Es ist ja unglaublich, was das für eine effektive Taschenlampe ist. Was liegt denn hier? Ich hatte ein paar Freunde im Keller. Ja, super. Es freut mich, Emily. Ich gehe doch da nicht runter. Ich bin doch nicht bescheuert. Okay, die Tür lässt sich nicht öffnen. Muss ich da runter? Guten Tag, Madame. Madame, würden Sie bitte vom Lichtschalter wegtreten? Das ist fies, dass die mal das Licht ausmacht. Gut, dass ich jetzt eine Taschenlampe habe. Muss ich sie jetzt die ganze Zeit anstarren, bis sie verschwindet, oder was? Na, auf jeden Fall macht sie sich immer bemerkbar. Auf jeden Fall macht sie sich bemerkbar. Hallo? Oh, ist das dunkel hier. Alter Falter. Alter Falter, ist das dunkel. Nein, auf! Sie ist wieder da. Aber wo? Stimmt, da hinten kommt sie. Ist hier nicht ein Lichtschalter? Buh! Piss dich, ey. Du blöde Pissnecke! Oh, ich glaube, ich muss in den Keller runter. Ich glaube, ich muss wirklich in den Keller runter. Wieso verpisst sie sich jetzt nicht? Oh, das dauert aber immer. Die Taschenlampe ist übrigens scheiße. Hab da Mist gekauft. Wo war denn jetzt der Raum mit... das ist der hier, ne? Ah, nee, das war die Küche. Läuft die Zeit eigentlich weiter? Wo war nochmal die Uhr? Die Uhr ist weg. Ist ja frech. Ui! Uiuiuiuiui. Bist du eigentlich Emily? Ist Emily die Puppe? Nein. Das Ding, was ich da vorhin gesehen habe, was in einem Zimmer langgekrochen ist, das sah definitiv anders aus als das Ding hier. Menschlicher.
Das sah mehr so aus wie dieses Vieh, was wir gesehen haben, ganz am Anfang. Okay. Ich habe das Zimmer nicht wiedergefunden. Ich wollte noch in den Keller runter. Jetzt ist 1 Uhr. Ich gehe nochmal in die Küche. Was war das? Was war das gerade? Das war ein Clown! Ich hasse Clowns. Keine Clowns, bitte. Clowns sind hier verboten. Clowns sind definitiv hier verboten. Okay, hier ist ein Badezimmer. Uah! Okay, da scheint... Da scheint Anstarren auch zu funktionieren. Bei diesem komischen Clown. Oh Gott. Es sind ja schon 2 Viecher. Und keins von den beiden ist die Puppe aus der Küche. Da war eine Puppe in der Küche. Licht an. Licht an. Tür zu. Das Elternschlafzimmer. Ich glaube, sie wollen mich töten. Hi. Okay, der guckt uns erst nicht an. Der guckt erst nach einer bestimmten Zeit in unsere Richtung. Hat das eine Bewandtnis? Da ist sie wieder. It's been over a month now and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open and the bodies could be easily seen from the street. There were no signs of forced entry and the police have ruled out burglary as a motive. Neither body had any injuries and the cause of death could not be determined by the coroner. Ist sie weg? It seemed as though the residents were preparing to move. The police have yet to find any leads. The house has been boarded up while the investigation continues. Okay. In other news, a tier 4. Ich will doch nur spielen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ah, da bist du. Irgendwas scheine ich ja richtig zu machen. Bis jetzt haben sie mich nicht ein Wandschrank. Läuft. Bis jetzt haben sie mich nicht getötet. Das ist doch schon mal gut, oder? Okay, noch ein Schlafzimmer. My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Maybe it'll help. Aha. Es gibt also auch noch Audiologs zu sammeln in diesem Spiel. Äußerst interessant. Aber ich muss sagen, der Gruselfaktor hält sich gerade im Vergleich zu Boogeyman letzte Woche oder auch zu Passing Pineview Forest oder Five Nights at Freddy's doch noch in Grenzen hier. Aber es ist trotzdem ganz interessant mit den verschiedenen Geistern, die anscheinend auch verschiedene Taktiken erfordern. Aber bis jetzt scheint nicht alles richtig zu machen, indem ich sie einfach nur angucke. Hallo. Moin! Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Clowns aus dem Tod nicht ausstehen kann? I take care of my friends, I make them pretty. Ich kümmere mich um meine Freunde, ich mache sie hübsch. Oh, das ist aber lieb. Das ist aber eine liebe Emily. Hey. Das ist frech. Wo ist die Puppe? Ai, 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 ai. Heide Witz.
Witzka, wo kommt die denn auf einmal her? Dieses Teleportieren der Gegner, das ist schon fies. Das ist frech, ist das. Richtig frech. Und sehe ich das richtig? Also ich vermute einfach mal jetzt, dass jede Stunde, die wir hier verbringen, ein neuer Gegner dazukommt. Ah! Scheiße, verdammt! Boah! Die Puppe und der blöde Clown gleichzeitig. Das ist einfach nicht fair. Außerdem, die Puppe war doch gerade verschwunden. Ich hab sie doch angeguckt und sie ist verschwunden. Wo kam die denn jetzt auf einmal wieder her? Oh, und die Geräusche, die der Clown gemacht hat, die haben natürlich auch gepasst. Na gut. Das soll's dann für heute gewesen sein. Das war ein kurzer Einblick in Emily Wants to Play. Wenn ihr euch selber mal an diesem kleinen Horrortitel versuchen wollt, den gibt's auf jeden Fall auf Steam zu kaufen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich bin der Rio, ich klinge mich jetzt aus und wir, Leute, wir hören voneinander das nächste Mal, wenn es hier auf diesem Kanal wieder heißt Let's Horror. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.